Für mich als Kind fing der Sonntag immer irgendwie schon Samstagabend an. Quasi mit dem Kirchläuten wurde ich dann reingeholt, musste in die Badewanne, danach gab es Abendessen und danach eine Schale Chips vor dem Fernseher. Und für mich war dann etwas Wichtiges, auch noch den Rest der Chips zu suchen. Meine Mutter musste immer neue Verstecke für die halbe Tüte suchen und ich habe es dann meistens gefunden. Und so richtig ging es dann am Sonntagmorgen los. Ihr kennt das vielleicht auch noch. Ich bin Generation Sonntagsschuh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, früher als Kind fand ich das blöd, weil man muss ja immer so fürchterlich aufpassen, dass die Sonntagsklamotten nicht dreckig werden. Aber irgendwie haben meine Eltern dadurch geschafft, dass der Sonntag für mich zu etwas Besonderem wurde. Der Sonntag war nie so wie die anderen Tage. Was machst du, damit es Sonntag wird? Gerade jetzt, wo du nicht in den Gottesdienst gehen kannst, ist es vielleicht trotzdem wichtig, den Sonntag besonders zu heiligen, ihm eine besondere Würde zu geben, mal was anders zu machen. Und auch wenn du zu Hause bist und normalerweise Jogginganzug und Schlappen reichen, vielleicht ist heute der Sonntag, wo dann doch mal die guten Schuhe angezogen werden und eine saubere Hose. Wenn wir uns an Gott erinnern wollen, wenn wir ihm näher sein wollen, dann müssen wir uns immer ein bisschen bereiten. Der Sonntag ist der perfekte Tag dafür. Und wenn wir das so machen, dann wird der Sonntag für uns hell, dann wird der Sonntag für uns besonders, auch da, wo sich jeder Tag irgendwie so ein bisschen gleicht wie in dieser Zeit. Da, wo es besonders wird, gibt es Hoffnung. Sei Hoffnungsträger.